So, wie von mir versprochen, oder angedroht, je nachdem, wie man es sehen will, wollen wir uns in dieser Folge primär darum kümmern, dieses kleine Kämmerlein, warum ist da eine Statue drin? Also ja, dieses kleine Kämmerlein so einzurichten, dass es für einen Milizionär das perfekte Kämmerlein ist. Es ist ja an sich schon recht groß, also 3x3 müssen die Räume auf keinen Fall sein. Ich hatte teilweise früher auch 2x1 Räume, weil nur das Bett stand und hier war die Tür. Das geht kurzfristig auch. Also ja, die Räume sind recht groß, es ist ein Bett drin, es ist ein Kabinett drin, wir stellen noch eine Statue rein und eventuell noch einen Schalter. Den Schalter, der mit nichts verbunden ist, sondern einfach nur gut aussieht. Ja, das ist also der Plan. Das heißt, ich bin mit Zettel und Papier, Zettel und Stift bewaffnet und wir gucken uns jetzt mal unsere Miliz an. Da suchen wir uns dann einen raus, der Bedürfnisse hat oder Sachen gerne mag, die wir auch erreichen können. Also Gold, Platin, Metalle sind nicht so sehr das Problem, aber Steine. Steine gibt es halt eine bestimmte Art hier auf der Karte und irgendwas zu importieren wäre ein wenig zeitaufwendig. Also gucken wir mal. Erstmal sollten wir vielleicht hier rausgehen und unseren Miliztrupp angucken. Bunte Fuß. Bunte Fuß wäre doch ein guter erster Kandidat, zumal er auch der Anführer des Trupps hier ist. Ja, Bunte Fuß. Wo ist Bunte McUseless? Nein. Eigentlich müsste so ein Name doch recht schnell ins Auge stechen. Wir haben immer noch recht viele Unbenannte. Bunte Fuß, das ist er doch. Blinkt sogar. V. Bunte Fuß. Ach, stimmt. Der hat ja so ein richtiges ausgerüstetes Ding schon. Also ein Thronsaal und so weiter, weil er halt der Anführer ist. Okay, ein anderer. Wieder zurück auf Militärbildschirm. Dann nehmen wir doch mal Fullop. Fullop ist auch schon eine ganze Weile dabei. Zack. Wo haben wir Fullop? Tipp, 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 tipp. EVNLP, Gandalf, Krompel. Da ist Fullop. Genau, der hat ein moderates Quartier und ein Kabinett. Also das Standardding, was alle unsere Zwerge haben. So, wir hätten jetzt gerne mal Enter deine innersten Gedanken. Du magst. Also erstmal schreibe ich mir jetzt auf. Follob, er mag Cinnabar. Das müsste eine Steinsorte sein. Er mag Nickel und Silber oder mag er Nickelsilber? Gibt es eine Metalllegierung, die Nickelsilber heißt? Ich schreibe mal Nickel. Silber einfach so ohne Komma hin. Da gucken wir uns das gleich mal an. Er mag Milkopal. Milkopal. Edelstein halt. Er mag Panda-Zähne. Ich glaube nicht, dass wir so schnell an Panda-Zähne rankommen. Aber sehr cool. Schreibe ich mir auch erstmal auf. Er mag die Farbe roher Umber. Roher Umber. Ich habe keine Ahnung, was Umber sein soll für eine Farbe. Hört sich wie ein Braun-Rotton an. Er mag Picken. Und Köcher. Er passt ja super zu Gerugern. Aber ja, wir können nicht irgendwo einen Köcher einfach auf den Boden schmeißen, dann freut er sich drüber. Der müsste ihm schon gehören. Er trinkt besonders gerne Whipwine. Und er hasst Oysters. Das sind Austern, glaube ich. Ja gut, da können wir jetzt auch nicht viel helfen. Theoretisch könnten wir noch einen Mini-Stockpile mit Whipwine in sein Quartier reintun. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wäre zwar tierisch dekadent, aber ja, ich überlege mir das gerade. Wir haben das Quartier von ihm. Zoom mal wieder raus. Wir haben hier das Quartier. Hier ist dann ein Mini-Stockpile direkt neben dem Bett. Und das Mini-Stockpile ist nur für Whipwine und bezieht automatisch seine Ressourcen von dem Hauptstockpile unten. Das heißt, sobald der Stockpile hier leer ist, also sein Schlummertrunk, läuft irgendein Zwerg los, schnappt sich von hier einen Whipwine und bringt ihn da hoch. Ist auch eine Art, die Arbeitslosen loszuwerden. Die laufen jetzt nur noch mit Alkoholfässern hin und her. Aber ja, das wäre schön dekadent und das mache ich einfach mal. Also, wir hätten gerne einen Stockpile für Essen.
Und zwar da. Und zwar nur da. So, Escape. Q. Auf den Stockpile. Und auf den Stockpile soll erstmal mit B nix. Und dann trinken. Whip Wine. Und das war's. Raus. Und jetzt nehmen wir hier Take from a Pile oder Workshop. T. Und wir nehmen jetzt das Ding hier. Zack. Das heißt, bei diesem kleinen Mini-Stockpile neben seinem Bett steht Take von Foodbox Stockpile Nummer 52. Wir haben ganz schön viele Stockpiles, kann das sein. Also ja, das heißt, wenn wir jetzt das Spiel weiterlaufen lassen, müsste irgendwann ein Zwerg loslaufen und ein Whipwine holen von da unten. Jedenfalls glaube ich, dass die Prioritätenliste so ist. Dass sobald der leer ist, der aufgefüllt wird. Ansonsten müssen wir es andersrum machen. Aber ich glaube, da kommt gerade ein Fass an. Ja, sehr schön. Also, was mir gerade einfällt, wir müssten den momentanen Bewohner hier rausschmeißen. Ihr da alle raus hier. Der Raum gehört jetzt voll ab. Dum, 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 dum. Da ist er doch schon. So. Und Kirozumi. Die beiden wohnen da zusammen. Das heißt, wir müssen jetzt aus die Alkoholsorte für Kirozumi rausruhen. Yeah. Obwohl. Sie ist nicht in der Armee. Gucken wir mal. Ob das überhaupt ein männlicher oder weiblicher Zwerg ist. Und ob ich ihn so schnell finde. Kiro. Wir haben ganz schön viele Zwerge inzwischen. Na nö. Ich finde den nicht. Elos, Autoluk, Zorona, Taiwan, Minato, Fex, Tamani, nein, Knuddelmu, nein, Fanazul, Iridium, nochmal Tamani, okay, Ephonope, nö, den Namen finde ich jetzt irgendwie nicht. Das ist komisch. Aber gut, ich denke mal eh, dass nur Fullop von den beiden im Militärdienst ist, also passt das schon. So, er hatte glaube ich keine Holzsorte, außer Cinnabar ist eine Holzsorte. Gucken wir einfach mal. Z. Stocks. Und Logs. Wir haben... Wagenholz-Loks. Ich denke nicht, dass es einen Wagenholzbaum gibt. Cinnabar, Maple Willow, Tower Cap, Fungi Wood, Chestnut. Nö, wir haben kein Cinnabar Wood. Das heißt jetzt nicht, dass es das nicht gibt, aber ich gucke einfach mal weiter. Ich denke, es ist eher ein Stein. Wobei wir das auch nicht haben. Edelstein? Edelstein haben wir fast gar keine. Also jedenfalls keine sehr große Auswahl. Nö, das Einzige, was wir noch hätten, wären Nickel und Silber, was er gerne mag. Wir haben Nickel, wir haben Silber. Wir haben kein Nickel-Silber. Ich gehe jetzt mal ganz kurz in die Schmelze und gucke, ob wir da eine Legierung machen können, die so ähnlich heißt. Wenn nicht, bauen wir ihm einfach zwei Sachen hin. Eins aus Nickel, eins aus Silber. Bin ich schon wieder dran vorbei, ja? Jo. Kill, nein, Smelter. Wir würden gerne kein Erz einschmelzen. Das können wir später machen, sondern wir hätten gerne hier die Legierung. Sobald es mit Make anfängt, sind es also die Legierung und nicht das Erz zu Bahn machen. Also, eine Menge Legierung. Aber ich sehe kein Nickel-Silber. Ups. Doch, es gibt Nickel-Silber-Barren. Mist. Wir brauchen dafür Nickel, Zink und Kupfer. Komischerweise kein Silber.
Nickel, Zink, Kupfer. Das ist ein Problem. Wir haben Z. Barren. Wir haben Nickel. Wir haben kein Zink, kein Kupfer. Ach ja, ich hätte nicht Urlaub nehmen sollen. Das heißt, bisher haben wir nichts, was er gerne mag in seinem Raum. Außer das Trinken. Okay, aber ich habe die Sachen schon mal aufgeschrieben. Das heißt, wenn die nächste Karawane kommt, können wir gucken, ob irgendwas davon dabei ist. So. Und wir können trotzdem mal ein paar Sachen hier in Auftrag geben. Schmelz bitte ein wenig Malachiterz. Da müsste nämlich Kupfer drin sein. So, auf Endlosschleife bitte. Und Gold brauchen wir momentan nicht. Bismutinit brauchen wir auch nicht. Und irgendeine Legierung davon auch nicht wirklich. Na gut. Dann gehen wir jetzt hoch. Und nehmen uns den nächsten Zwerg vor. Erstmal wieder das Militär aufrufen. Jetzt nehmen wir mal... Oh. Das hier wird doch Kiro sein. Das heißt, es gibt ihn doch. Den Zwerg. Ups. Das wollte ich nicht. Du kannst ganz schnell wieder rein. Das ist dann natürlich irre praktisch, weil wir jetzt den Raum für beide gleichzeitig einrichten können. Und da ist er doch. Zack, du bist wieder drin. Das heißt, es muss dich auch irgendwo geben. Ganz ruhig, Girogon. Lies dir alle Namen einfach durch, so schnell wie deine Augen halt lesen können. Dann finden wir ihn schon irgendwo. Außer ich habe aus Versehen den Namen und den Beruf vertauscht, dann gucke ich an der vollkommen falschen Stelle. Ah, da. Blau im überhaupt. So, du. V. Also, nächster Zwerg. Kiro. Und ist das ein männlicher Zwerg, okay. Orpiment. Was zur Hölle ist Orpiment? Orpiment. Brass, das ist doch schon mal ein ordentliches Metall, das müssten wir sogar haben. Yellow, also gelber Grossular. Das hört sich nach einem Edelstein an. Haben wir aber auch nicht. Wie gesagt, Edelsteine haben wir nicht so die Auswahl. Die Farbe Vermilion und Edelsteine. Edelsteine haben ganz viele verschiedene Farben. Das ist jetzt ein wenig schwierig. Schreibe ich mir trotzdem auf. Color Vermilion and Gems. Das heißt, wenn wir jetzt irgendeinen Gegenstand hätten, der diese Farbe hat und wir das in den Raum stellen würden, dann würde sich der Zwerg auch freuen. Er trinkt gerne Nautilus und Zwergen rum. Nautilus. Zwergen rum. Zwergen rum ist kein Problem. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein Zwerg, wo wir höchstens eine Sache in den Raum stellen können, die gefallen könnte. Nämlich das aus Brass. Aber der Alkohol. Das heißt, wir machen jetzt noch einen Stockpile. Und zwar, damit wir es ein bisschen auseinanderhalten können, dahin. Food. So, wieder raus. Wieder Kuh. Change Setting. Alles blockieren. Trinken. Zwergen rum. Und wieder Tee, Take from Stockpile. Und hier. Ist das überhaupt das richtige Seite? Die richtige Seite? Müsste. Sonst hätte der andere das nicht holen können. Das andere trinken. Ohne hier ist Essen. Whoops. Okay, das müssen wir gleich abändern. Also du. D. Und du auch D. Damit werden die deleted. Und jetzt machst du T. Den Stockpile hier. Und du T. Den Stockpile hier. So. Jetzt wollten wir noch irgendwas aus Brass machen. Was ist mit der Statue da? Bist du aus irgendeinem besonderen? Du bist aus Granit. Kannst also weg. Jo. Remove Building. Und dann gehen wir mal auf JM. Und wir hätten gerne eine... Brass, was können wir denn daraus herstellen? Wir könnten die Tür daraus herstellen.
Das heißt, sie müssen zwangsweise durchgehen. Ein Thron, ein Tisch. Ein Käfig? Nee. Ich hätte schwören können, man könnte auch Statuen daraus herstellen. Aus Metall. Aber irgendwie sehe ich die nicht. Also setzen wir einfach irgendeinen Tisch rein. Ja, mach bitte mal ein Brass-Tisch. So, das Ganze lief jetzt nicht so sehr, wie ich es geplant hatte. Eigentlich hätte ich gedacht, dass wir mindestens bei jedem Zwerg eine Holzsorte hätten, die wir eventuell schon vorrätig hätten, und dann noch eine Steinsorte. Aber die haben alle recht exklusive Sachen ausgewählt. Muss ich mal gucken. Das heißt, wir könnten jetzt den nächsten raussuchen und damit weitermachen. Oder wir könnten allgemein noch kurz mal schauen, was im Fort so erledigt werden muss. Aber das machen wir in die nächste Folge. Jetzt erstmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns wieder.